Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar dachte ich, kreiere ich einen Herbstlook für euch, denn ich finde, der Herbst hat schon angeklopft. Auch wenn es manchmal so scheint, als wäre der Sommer noch da oder als würde er ständig wieder zurückkommen, habe ich das Gefühl, es ist auch schon diese herbstliche Luft, dieser Geruch, diese orangenen Blüten, Blätter. Und deswegen dachte ich, mache ich so einen schön in den Herbst integrierten Herbstlook. Außerdem habe ich auch noch einen 20% Rabattcode für euch für eine sehr, sehr, sehr beliebte und schon seit 14 Jahren existierende Mascara. Aber dazu komme ich gleich nochmal, während ich eben meine Wimpern tusche und so weiter. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! Als erstes nämlich diese Augenpflege. Und zwar ist es die Hydra Zen Augenpflege. Ich habe sie euch schon mal in meinen Favoriten gezeigt. Das ist so eine hier und die ist super ergiebig. Ich benutze die sehr gerne morgens, weil man sehr gut einen Concealer darüber geben kann, ohne dass es so zu ölig wird. Das gebe ich mir auch auf mein ganzes Lid. Ich habe das Gefühl, die macht auch so die Augenpartie so ein bisschen heller. Also, ich weiß es nicht genau, ich habe nur das Gefühl. So, als nächstes benutze ich die Tint Idol. Das sieht so aus, als hätte man nichts drauf, aber trotzdem deckt das ziemlich gut ab. Das ist zum Beispiel die Konsistenz von der. Die fühlt sich sehr weich an, so Velvet-mäßig so ein bisschen. War richtig Spaß mit den Fingern, diese Foundation auf das Gesicht zu geben. Die riecht so frisch, so nach sauber. Dieser typische saubere Duft, von dem ich immer spreche. So, ich benutze jetzt diesen Beauty-Schwamm von Lancôme und arbeite damit meine Foundation ein. Und zwar kann man dadurch, dass das hier so spitz ist, kann man da so richtig die Foundation so in die Haut einarbeiten. Also es gibt auf jeden Fall einen 20% Rabattcode gleich auf eine sehr, sehr, sehr bekannte Mascara. Seid gespannt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich mir die Foundation so in mein Gesicht eindrücke, sieht so sehr, sehr natürlich einfach aus. Und sie deckt trotzdem ab, aber nicht so, dass es so super cakey wird oder so. Ich baue das jetzt gleich auch so ein bisschen an den Stellen auf, wo ich meine, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Deckkraft. So, ich glaube, man sieht, ne, das reflektiert Licht noch und lässt an manchen Stellen die Haut noch durchscheinen. Wenn man möchte, dass man mehr Deckkraft hat, dann kann man einfach punktuell ein bisschen mehr auftragen und dann das nochmal so ein bisschen einarbeiten. Als nächstes nehme ich den Concealer, und zwar den Tint Idol Ultra Wear Camouflage Concealer. Das ist dieser hier, der kommt in dieser Tube, was ich super finde, weil man kann das ganze Produkt rausdrücken am Ende. Und davon gebe ich mir, davon braucht ihr auch echt nicht viel, so ein bisschen was in den Innenwinkel, so ein bisschen außen, und dann könnt ihr das Ganze auch schon einarbeiten. Und man sieht, dass es super, super deckend ist. Also man kriegt die Augenringe auch auf jeden Fall damit weg. So, ich habe jetzt meinen Concealer gesettet, denn so Camouflage-Concealer sollte man immer mit Puder setten, damit das sich in die Falten nicht absetzt. Und mein Gesicht werde ich hier mit dem Velvetizer von Urban Decay setten. Dazu nehme ich einfach hier so einen normalen Gesichtspinsel. Dann gehe ich da so rein und sette einmal die Foundation. Meine Augenbraue. Die minimiert die Poren so ein bisschen. Lässt trotzdem Haut durchscheinen. Macht also ein echt schönes Hautbild. So, dann werde ich einmal mein Gesicht konturieren. Ich nehme hier einmal die Couture Contouring Palette von Yves Saint Laurent. Konturiere mein Gesicht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück, und zwar bei den Augenbrauen. Ich liebe, dass das hier so ein Bürstchen hat, und zwar ein so hartes, dass ich damit alles aus meinen Augenbrauen rausbekomme und das nicht nur so ein Gestreichel ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich so ein Bürstchen, da kriegt ihr diesen ganzen Foundation, Puderreste, alles raus, damit ihr halt eure Augenbrauen so vorbereitet habt, dass ihr halt perfekt eure Augenbrauen nachmalen könnt. Und dieser Augenbrauenstift, der nennt sich Brow Define Pencil. So sieht der aus. Und ich habe hier einmal die Farbe 06 Brown. Und es ist so ein richtig schönes Braun einfach. Und damit fülle ich mir eben einmal meine Augenbrauen aus. Und zwischendurch kämme ich das immer so ein bisschen weich. Vielleicht hat der eine oder andere schon von euch erraten, um welche Mascara es geht. Weil ich habe sie jetzt so einige Male in meinen Videos immer wieder gezeigt. Auch in meinen Instagram-Tutorials. Deswegen beeile ich mich gerade mit allem ein bisschen, damit ich euch die zeigen kann. So, machen wir erstmal einmal die Grundierung fertig. Und zwar hatte ich euch schon in ein paar Videos, aber immer nur eine andere Farbe. Da habe ich euch immer Rose Givre gezeigt. Ich habe hier einmal einen Cushion Blush, beziehungsweise die nennen sich ja Cushion Blush. Und zwar ein Splash Orange. Normalerweise liegen die auch hier vorne so Schwämmchen drin, aber ich benutze sehr gerne lieber einfach einen Pinsel dafür. Und dann gehe ich einfach mit dem Pinselchen, wie gesagt, da rein. Ist auch super schön pigmentiert. Also hier einmal nur so reingegangen. Das gebe ich mir dann so erstmal unter den Bronzer, den ich gleich auftragen werde. Aber das ist auch so ein richtig schöner herbstlicher Ton. Also so ein richtig schönes Peach-Orange.
Und wenn ihr noch mehr Frische haben wollt, dann gebt euch einfach so den Überschuss auf die Nase. Also im Moment sehr häufig benutzt dieser Cushion Blush Subtil in der Farbe Splash Orange. So, was als nächstes kommt, das ist nicht von dieser Welt, das ist einfach anders. Das ist ein Bronze and Glow Produkt und zwar in der Farbe 01 It's Time to Glow. Man hat damit so einen sonnengeküssten Effekt. Hier oben ist das bronzig, unten ist das eher so ein bisschen... Also hat auch diese braunen, warmen Untertöne, aber es ist natürlich ein bisschen heller und geht ein bisschen mehr ins Peachige. Und dann haben wir noch ein Rosa, so ein Rosé und ein heller Ton. Und das alles ist ein komplett glowiges Produkt. Und diese helle Farbe habe ich schon meiner Mama geschenkt. Als sie mich nämlich besuchen war, hat sie mich, ist sie nicht gegangen ohne. Wie so ein Illuminator für das Gesicht. Wenn euer Gesicht matt ist, dann könnt ihr halt einfach mit einem Pinsel da drüber gehen und euer Gesicht strahlt dann wieder. Ihr könnt das auch punktuell natürlich nur auftragen, wo ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass es nur hier ist, zeige ich euch jetzt mal kurz, dann könnt ihr das natürlich auch. Dann könnt ihr einfach in die Farben reingehen, die ihr halt haben wollt. Zum Beispiel in die beiden hier unteren. Und dann könnt ihr... Wow, hallo. Das macht mich so glücklich. Das sieht so schön aus. Also dieses Ding hier ist richtig anders. Dann zeige ich euch das Ganze einmal auf der Nase. Highlight auf der Nase ist für mich immer so, oh, man ist so frisch gewaschen, aus der Dusche gekommen. Kennt ihr das, wenn dann die Nase so glänzt? Ich liebe das. Ich liebe das auch, wenn meine Schwestern aus der Dusche kommen und die Nase glänzt. So, das sieht so, dann sehen die so süß aus. So, und jetzt gehe ich mit so einem Facepinsel, so ein richtig fluffiger Facepinsel, gehe ich einmal so in das ganze Produkt rein. Gibt schon viel Farbe ab. Und dann könnt ihr das so ein bisschen in euer Gesicht verteilen, dass das Ganze so gesund aussieht und lebendig aussieht. Hier oben ist ja auch ein Bronzer, dann kann man das... richtig schön auch noch über seinen eigenen Bronzer geben, wenn man einen sehr matten Bronzer hat. Man merkt schon, dass ich ein Fan von diesem Ding bin. Also ich liebe das. Also wie gesagt, das war das Bronzing Glow. Und das gibt es, wie gesagt, auch noch in einer helleren Farbe. So, ich habe jetzt drei verschiedene Lidschattenpaletten. Ich stelle euch ganz kurz vor. Also die nennen sich erstmal Hypnose-Paletten. Erstmal gibt euch das, dass diese Pinselchen hier nicht rausfallen. Das ist nämlich magnetisch und das kann nicht einfach rausfallen. Jedes Mal, wenn wir eine Palette irgendwie in die Kamera halten, dann plupp, fällt alles raus. Und das passiert jetzt bei denen nicht, weil die sind eben magnetisch. Einmal haben wir hier so ein lila, Violetttöne, Pflaumentöne. Der hier oben, der kommt gleich zum Einsatz. Dann, die habe ich sehr häufig benutzt. Das ist die More Smoky Palette. Ich verlinke euch aber alle Produkte in die Infobox, dann könnt ihr da auf jeden Fall nachschauen. Und dann haben wir eine mit so richtig schönen khaki-grünen Tönen. Die nennt sich auch Khaki Chic. Von der Khaki Chic Palette werde ich mir erstmal diesen Ton hier unten unter meine Augenbraue geben. Das ist so ein richtig schönes Nude, welcher auch schön schimmert, aber nicht so zu aufdringlich oder zu krass. Und dann geht es auch schon direkt los mit diesem Pflaumenton, von dem ich gerade gesprochen habe. Oder soll ich mir irgendwie einen Übergang? Ich mache mir einen Übergang rein. Und zwar fange ich hier unten mit diesem Rosé an. Gehe mit einem fluffigen Pinsel rein. Ihr seht, wie viel Farbe das direkt abgibt. Also das ist schon sehr gut pigmentiert. Und das gebe ich mir einfach nur für den Übergang hier in meine Lidfalte, damit das gleich auch so ein bisschen ombre-mäßig aussieht. Jetzt habe ich noch diesen Ton hier, den ich mir ebenfalls einfach mit in die Lidfalte gebe. Und wie gesagt, das dient einfach jetzt nur als Übergang für dieses wunderschöne Pflaume, was ich gleich benutze. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich ein komplettes Smoky Eye damit schminken soll oder eher ein Cut Crease. Wow, das ist pigmentiert und Pflaume, lila Töne sind sehr, sehr, sehr schwer herzustellen, dass sie so pigmentiert sind. Lässt sich auch wieder schön verblenden. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert von dieser Farbintensität. Ich gebe mir das Ganze auch unter meinen Wimpernkranz. Und dann gehe ich wieder in diesen lilanen Ton hier rein und verblende das Ganze. Oh, hab ein bisschen unterschätzt, dass das auch sehr gut pigmentiert ist. Ich gebe mir das jetzt doch noch auf mein ganzes Lid, weil ich die Farbe so schön finde. Boah, das ist richtig schön. Passt auch übrigens auf, bei grünen Augen sehr, sehr gut. Blauen auch. Blau und lila, so schön. Das war jetzt echt nicht schwer und sieht so super aufwendig aus. So, ich nehme jetzt hier einmal diesen anderen Applikator und ich gehe damit in diesen rosanen Ton rein. Der ist übrigens so aus Samt. Der Applikator, der ist mega schön. Und das gebe ich mir mal in den Innenwinkel rein. So, jetzt ziehe ich mir meinen Eyeliner und zwar nehme ich hier den Art Liner in der Farbe Noir Matte. Das habe ich auch in dem Lila. Bei dem Lilan fragt ihr mich auch immer, Tara, was ist das? Und zwar... das ist dieser lilane. Ich denke mal, ich ziehe mir zuerst einen violetten Eyeliner und dann verdichte ich das Ganze so ein bisschen mit Schwarz und dann können wir endlich zur Mascara. Das ist anders. Und bei dem Produkt auch immer schütteln, weil dann setzt sich das
Produkt auch auf das Schwämmchen hier oben ab. Und das gebe ich mir auch so ein bisschen unter meinen Wimpernkranz. Das lasse ich dann da ganz kurz antrocknen und dann verblende ich das Ganze. Praktisch ziehe ich so einen doppelten Wing, den ich einfach nur mit dem schwarzen Artliner so ein bisschen meinem Wimpernkranz entlang gehe und so einen kleinen Wing noch mache. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. So, jetzt verblenden wir das Ganze hier einmal. So, hier haben wir einmal die Mascara, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Und zwar ist es die Lancôme Hypnose Mascara. Sie ist die Nummer 1 High-End-Mascara auf dem deutschen Markt. Und die Formulierung ist immer noch dieselbe. Sie haben nur das Packaging geändert. Es ist ein bisschen slimmer geworden. Hier steht Lancôme Hypnose drauf. Und hier ist die bekannte Lancôme Rose drauf. Und hier oben spiegelt sich das Gold dann wieder. Also es ist wirklich ein sehr schönes Packaging. Und die Mascara gibt es seit 14 Jahren. Das ist die Nummer 1 High-End-Mascara in Deutschland und sie wird alle 3 Minuten verkauft. Was nicht verändert wurde, was ich super finde, ist der Inhalt. Ich finde das immer sehr, sehr schade, wenn Formulierungen geändert werden, obwohl ich zufrieden damit war und viele andere auch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das hier nicht passiert ist. Was man sehr gut übrigens machen kann, ist die Mascara schichten. Ich habe das jetzt ein paar Wochen immer wieder gezeigt und auch euch ein paar Mal in den Favoriten gezeigt und auf Instagram und so weiter. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt nur eine leichte Schicht für morgens haben wollt, könnt ihr das abends sehr gut aufbauen, ohne dass es jetzt so verklebt oder dass es die Wimpern nicht annehmen. Und das zweite ist, meine Wimpern nehmen diese Mascara so schnell an. Eigentlich dauert bei mir Wimperntuschen ein Jahrhundert, aber das hier ist eine einzige Schicht. Da hätte ich normalerweise so 3 verschiedene Mascaras genommen. Ich zeige euch das nochmal hier. Ich gehe einfach in so Zickzack-Bewegungen durch meine Wimpern und ziehe das einmal bis zum Ende. Und das hier ist tatsächlich nur eine Schicht. Man kann auch super die unteren Wimpern damit schminken. Man könnte höchstens noch eine zweite Schicht machen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Also man ist super schnell fertig, was mich sehr, sehr freut. Sie sieht einfach high-end auf den Wimpern aus. Es sieht einfach so schön auf den Wimpern aus. Und deswegen freue ich mich so, dass die Formulierung einfach nicht verändert wurde. Ihr bekommt einen Rabattcode, den ich euch in die Infobox schreibe. Und ihr bekommt ganze 20% auf diese Mascara. Tausend Dank auf jeden Fall an Lancôme, dass wir 20% für die Community bekommen. Ich lasse sie mal kurz antrocknen, dann zeige ich euch noch eine zweite Schicht. So, dann werde ich noch einen Lip Liner nehmen. Und zwar den Le Contour Lip Liner. Das ist so ein wunderschönes dunkles Rot, was so ein bisschen ins Bräunliche geht. Ich habe diesen Lip Liner übrigens auch schon als Lidschatten benutzt. Sieht auch echt schön aus. Das ist dann so ein Rostbraun. Dann habe ich mir so ein bisschen außen was ausgemalt. Ich lasse das meistens so 10 Sekunden antrocknen, damit das auch so richtig bombenfest hält. Und darüber gehe ich mit einem L'Absolu Rouge Lippenstift. Das ist so ein richtiger Klassiker. Den gibt es auch schon lange bei Lancôme und der wird auch immer sehr, sehr gerne gekauft. Und zwar ist das die Farbe Berry Noir. Ich swatche euch das einmal, damit ihr das einmal ohne Lip Liner sehen könnt. Das ist so ein richtig schönes, beeriges Rot. Passt dann natürlich auch wieder zu den Augen, wenn es so ein bisschen Beerenanteil hat. Und den hier habe ich auch schon als Rouge benutzt. Also ihr könnt ruhig rumspielen damit. Passiert auch nichts. Also wenn man einen Lippenstift auf seine Wangen gibt, dann ist das völlig okay. So, was ich immer mache, ist, ich nehme einmal ein Taschentuch oder so ein Kosmetiktuch. Und dann wird es erstens richtig schön matt und zweitens hat man den Überschuss runtergenommen. Das klebt dann nicht auf den Zähnen und ich habe das Gefühl, Lippenstifte halten so noch länger. Also wirklich, wenn ihr den Überschuss einmal runternimmt, ist das dann etwa so, wie wenn ihr mit einem Beautyblender arbeitet. Wow, Tara. So, und dann machen wir nochmal eine zweite Schicht von der Mascara drauf. Wie gesagt, man kann die richtig schön tuschen. So, ich habe jetzt meine Wimpern auch nicht gebogen, damit ihr sehen könnt, wie sie den Schwung hält. Also die hält ihn sehr gut auch von alleine und das waren 2 Schichten. Das sind 1000 Borsten, die die Wimpern richtig schön so umhüllen. Und gerade wenn ihr mit so Zickzack-Bewegungen arbeitet, packt ihr auch die ganzen Wimpern von Wurzel bzw. von Anfang bis zur Spitze auch wirklich so mit Zickzack durchziehen und ihr werdet so einen richtig schönen Unterschied merken. Und wie gesagt, ihr findet den Rabattcode, den 20% Rabattcode in der Infobox verlinkt. 20% ist richtig viel. Und deswegen vielen, vielen Dank an Lancôme. Ich bin auch immer noch super dankbar, dass ich zur Lancôme-Familie gehöre und dass ich ein Lancôme-Mädchen bin. Ihr findet auch noch alle anderen Produkte in der Infobox verlinkt, falls ihr nochmal was sucht oder nochmal was nachschauen wollt. Tausend Dank fürs Zusehen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr es einmal tun würdet, denn ich lade 3 Videos die Woche hoch. Und jetzt würde ich sagen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ein wundervolles Wochenende und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.